Sie meinte, ich hätte mich verändert. Und wie kommt Ihre Tochter darauf? Schatzi, heute ist Tamomas Geburtstag. Du kannst ja nicht ihren 70. Geburtstag schwänzen. Ihr Problem liegt ganz woanders. Wo denn? Ja, daran arbeiten wir beide hier gerade gemeinsam. Ich will nur schlafen. Oh, Mama, ich würde wirklich gerne helfen, aber... Willst du deine Mutter an ihrem 70. Geburtstag etwa im Stich lassen? Ich verstehe dich nicht. Erst holst du mir was vor wegen deiner Zulassungsproblematik, jetzt kommst du noch nicht mal. Ich komme pünktlich, versprochen. Du kannst nicht einfach so über mein Leben bestimmen. Was hier ich zu Papa? Klar. I'm so sorry. Nice to meet you. Nice to meet you too. Was ist denn jetzt mit den Besorgungen? Kann doch Reinhard machen. Du hast doch selbst so viel zu tun. Mama, du hast gerade so einen Stress gemacht. So. Jetzt reißt du mal zusammen, Schätze, ne? So. Die Minute ist um. Machst du das alles auf für mich, wenn ich mal 70 werde? Ich bin ein bisschen überfordert, weißt du. Haben wir keine Bohne mehr? Ich hole dich. Ja, bitte. Ja. Ich habe meine besten Jahre für euch weggeschenkt. Für dich und deine Tochter. Yes! 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 Yes. Was macht ihr denn hier? Ich verstehe nicht, wie Mama das aushält.